Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu meinem Video von mir hier auf meinem Balkon. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute schauen wir mal, was möchte das Universum dir mitgeben auf deinem Weg. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Karin Sophie. Möchtest du gerne mehr über mich erfahren, dann gehst du einfach unten in die Infobox und liest du dich ein bisschen durch. So, was hat das Universum für euch vorbereitet? Was möchte das Universum euch mitteilen? So. Okay. Ja, es ist vorbei mit deinem Eremitendasein. Also du hast dich lange Zeit anscheinend zurückgezogen, sagt das Universum. Ja. Ich habe ja auch das Gefühl, es geht um Gerechtigkeit und etwas, du hast dich zurückgezogen, weil du vielleicht etwas nicht erkannt hast, beziehungsweise etwas nicht gesehen hast oder nicht sehen konntest. Man hat es dir bewusst, vielleicht oder unbewusst, aus deinen Fokus genommen und du hast gedacht, das gibt's doch nicht, warum sieht mich diese Person nicht, warum siehst du mich nicht, warum sehen andere Menschen mich nicht. Ich glaube, dass diese Sichtbarkeit jetzt, dieses Nicht-Sichtbare jetzt aufhört, das heißt, es wird losgelassen. Vielleicht warst du tatsächlich für manche Menschen nicht mehr greifbar, nicht mehr sichtbar. Und das war gut, dass du dich zurückgezogen hast und Kraft gedankt hast, weil somit wusstest du ganz genau, was du willst. Weil wir haben hier die Königin der Schwerter und das ist die kommunikativste. Das heißt, sie ist aktiv, sie ist gesprächig, sie hat einen guten, scharfen Verstand, also wirklich einen scharfen Verstand. Das heißt, du spürst schon von ganz, ganz weiten, das riecht nach Ärger. Das geht nicht gut aus, ne? So. Also du merkst wirklich tatsächlich, irgendetwas ist nicht in deiner Schwingungsebene und somit hast du dich verabschiedet. Du hast dich mal zurückgezogen und dann hast du gesagt, so, meine Energie ist jetzt gleich weit, gleichwertig. Ja, also ich habe hier das Gefühl von Gleichwertigkeit. Du siehst auch die Dinge jetzt klarer, aber auch mit mehr Gerechtigkeit. Ja, jetzt schaut jemand, dass du in die Sichtbarkeit kommst, dass du in die Gerechtigkeit kommst und dass du Dinge wieder in dein Leben anziehen kannst. Ja, es geht immer um diese Anziehungskraft. Das ist das, was interessant ist. Das sagt mir auch das Universum. Auch immer wieder diese falschen Umwege, dieses Tratsch und du hast dich sehr viel darüber nachgedacht, ja, über diese Personen. Du hast sehr, sehr viel nachgedacht über die Personen oder über die Person, ja, oder warum du etwas nicht gesehen hast, warum du es vorher nicht gesehen hast. Aber man kann nur etwas sehen, wenn die Reife dazu auch da ist. Es hilft nichts, wenn es jemand anders sagt, du pass auf, ne, sondern du musst es selber sehen. Und das hast du, weil wir haben die Sonne. Und ich glaube, du hast dich ein bisschen geschnitten, ja. Ich glaube, dass du hier das Gefühl hattest, endlich angekommen zu sein. Du hast alles gegeben. Ich spüre, dass du alles gegeben hast, was du geben konntest. Aber du verabschiedest dich von der Mühe, ja, und du hast gemerkt, das, was du gegeben hast, ist nicht so zurückgekommen. Und das war vielleicht ein bisschen schmerzhaft für dich, sagt das Universum, aber man muss es dir auch belichten. Das heißt, deshalb schaust du hier durch diese Linse, ja, du hältst dieses Vögelchen und es geht darum, dass du diesen Vogel jetzt loslässt, ja, dass du dich in die Sichtbarkeit begibst. Also ich sehe hier ganz, ganz viel Sichtbarkeit. Irgendwo hast du dich zurückgezogen und dich nicht sichtbar gemacht, ne, auch hier, ne, seht ihr das? Da hast du noch beide Äuglein zu, ne, da hast du mir eines zu. Okay, also das verändert sich jetzt. Du gehst in Richtung Sichtbarkeit, du durchlichtest etwas oder jemanden, das kann natürlich auch sein. Was haben wir hier? Ja, die habe ich vorhin auch schon gesagt, ne? Dieses Falsche, dieses jemand wegstehlen, ja, das ist auch ganz arg, weil das ist etwas, was ich sehr, sehr stark in letzter Zeit von vielen meinen Klientinnen und Klienten gehört habe, dass in größeren Firmen eine Idee gestohlen worden ist, ne? So, ja, oder sich als die Idee ausgegeben hat, was eigentlich deine Idee war. Und das etwas verändert sich und das, du bringst es jetzt in die Sichtbarkeit. Du hast nicht gewusst, wie gehst du es an, ja? Und jetzt weißt du, wie du es angehst, ja? Und jetzt hast du eine Idee und jetzt bist du auch mutig genug und sagst, hey, nee,
das war meine Idee, das war meins, ja, und dann kämpfst du für das, was deins war, ja, und dann kann diese Person tun, was sie machen möchte damit, ja. Ich glaube, du gewinnst das dann auch, ja. Also sollte hier ein Rechtsstreit sein oder so, dann kann ich dir sagen, dass du das definitiv gewinnst. Also man konnte dir vielleicht etwas wegnehmen, aber die restlichen Eier, diese da unten, die da hier und die da im da drinnen, das was noch ganz jung entsteht, das kann man dir nicht mehr wegnehmen. Die hat das größte Ei genommen und hat geglaubt, dass sie damit davonkommt und dass es das größte Glück ist für sie. Und dabei hast du noch etwas im Petto, das was die nicht weiß. Also das ist schon interessant hier. Ja, mit den achten Schwertern. Und da warst du eingesperrt, ne? Weil du es nicht gesehen hast. Du hast da gedacht, warum? Was passiert da, ne? Eine Person kassiert die Lorbeeren und du hast die ganze Arbeit gehabt und das verändert sich. Das transformiert sich jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Und deine Kreativität kommt. Yay! Also die acht der Scheiben. Jetzt kommt deine Kreativität. Jetzt bist du wieder bereit, dich kreativ auszutoben. Und es kommt eben diese Verwandlung, ne? Also diese Transformation. Da bist du jetzt gerade dabei, dich zu transformieren. Und du wirst dich mit Menschen abgeben, die eben in deiner Energieschwingung drinnen sind, ja? So, dann schauen wir mal weiter. Hier, was möchte das Universum euch noch mitteilen auf dem Weg? Man merkt richtig den Sahara-Staub, wirklich. Also mein Balkon ist schon voll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch so gespürt habt, so intensiv. So. Oh, Sieg, ja. Seht ihr? Du wirst siegen. Ja, du wirst sagen, in einer Angelegenheit wirst du siegen. Man kann dir etwas nicht mehr wegnehmen. Das ist das, was so schön ist. Alles, was du dir erarbeitet hast, lass du dir von den dunklen Energien nicht mehr wegnehmen, von Menschen, von Situationen. Nein, das hast du dir aufgebaut, das hast du dir erschaffen und da stehst du wirklich so mit beiden Beinen wirklich im Leben. Und denk daran, selbst wenn man dir alles weggenommen hat, ja, angenommen, was man nicht tut. Aber da, ich sage immer, das Wissen in dir drinnen, oh, Milk and Honey, aber das Wissen in dir, ne, das kann dir keiner nehmen. Das Wissen in dir drinnen kann dir keiner nehmen. So. Oh, der König der Münzen. Hier geht es um, vielleicht hat so ein bisschen wirklich lange warten auf etwas. Ja, das ist das, was ich schon spüre. Also es ist etwas, was du wirklich, wo du lange drauf warten hast müssen. Aber jetzt wird es sichtbar. Jetzt wirst du merken, dass deine Energie in die Richtung Sichtbarkeit geht. Alles, was du nicht gesehen hast, wird sich jetzt zeigen und wird sich jetzt öffnen. Und ich glaube, dass dir vielleicht sogar ein König der Münzen helfen könnte. Das könnte ein Stier, Steinbock oder Jungfrau sein. Und diese Person hilft dir, ja, etwas aufzudecken oder dahinter zu schauen oder etwas zu erkennen. Ich glaube, das ist beruflicher Natur. Ich kann dir nur sagen, ich spüre diesen Menschen jetzt nicht als deinen Lebenspartner oder so oder den du hier kennenlernst, schon kennenlernst, aber ich glaube, das ist eine Person, mit der du beruflich zu tun haben könntest, ja. Also mit der, da wird es, irgendetwas zeigt dir die Person auf oder du lässt dir das von der Person auch nicht mehr gefallen. Das kann auch sein. Ja, die Energie aufladen, ja. Siehst du deine Unentschiedenheit, ja, weil du es nicht gesehen hast, ne? Du hast geglaubt, na, alle anderen sind besser als du, die können das besser als du und das stimmt nicht, ne? Du bist draufgekommen und hast gemerkt, ne, das ist nicht so. Ich habe das gemacht und das finde ich gut und das war deine Energieaufladung. Das ist, du hast dich zurückgezogen, indem dass du mal deine Augen, also wirklich so Augen zugemacht hast und reflektiert hast, hast du dir deine Energie wieder selbst quasi, du hast dich aufgeladen. Und das Universum hat es gesagt, das Universum hat dich selbst aufgeladen. Und da wirst du siegen und da kommst du hin. Und dann sprengst du auch deine ganz festgefahrene Strukturen und auch Grenzen. Ja, innere Tempel, ne? Das war das, wo du vielleicht deine Augen zugemacht hast und sagst, okay, ich schaue jetzt mal in die Tiefe, was ist da drin, was ist da los, ja, in der Tiefe. Und Wunder, wow, ich bin ein Magnet für Wunder. Vielleicht schaust du dir die Legung von gestern an oder ich weiß nicht noch, wie ich es aufteile, die Videos.
Aber das Thema Wunder, da kommt ein Video oder das Video ist schon hochgeladen, müsst mal schauen, ja? Aber du bist ein Magnet für Wunder jetzt, ne? Du lässt es dir nicht mehr gefallen. Wenn du weißt, das ist deine Idee, das hast du gemacht, das hast du erschaffen, dann gehst du dorthin und sagst, das war ich. Also du wirst darum nicht mehr Kämpfer, du wirst dich davon einsetzen, wirst dich einsetzen für dich selber und einstehen. Und ich sehe auch bei einigen, dass es zu einer Beförderung kommen wird. Und ich glaube, dass der Chef oder die Chefin oder dein Vorgesetzter das nicht gesehen hat. Ja? Also man hat das schon sehr geschickt gemacht. Ah ja, der Joker. Ja, also hier reicht man dir einen Joker in die Hand. Also ein Joker kommt. Also das Universum sagt, wir überreichen dir jetzt den Joker für die Innenschau. Wir überreichen dir den Joker für Wunder, die Kirchenglocken. Wir haben hier alles Wind, wir haben Wind, wir haben Kirchenglocken, wir haben Geräusche, aber das ist halt so, ne? Ich habe das Mikrofon, ich habe heute mal das Mikrofon probiert, ja. Ich weiß nicht, ob es besser ist oder nicht besser ist. Ihr werdet es mir sicherlich schreiben in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. So. Ja, Mutter sein. Das ist diese Verbindung zu Mutter Erde. Ich glaube nicht, dass es um das Muttersein selbst geht. Natürlich, es kann sein, dass du zwei kleine Mäuschen zu Hause hast, dass es um Kinder geht. Es geht aber auch nicht nur um Kinder. Es geht um diese Entfaltung. Es geht auch um diese Verbindung zur Mutter Erde. Und ich betrachte mich selbst durch die Augen einer liebenden Mutter. Alles, was ich gebe, erhalte ich vom Leben vielfach zurück. Und genau um das geht es. Was du aussendest, wirst du tausendfach zurückbekommen. Ja? Ob du Liebe gibst, Fülle gibst, Gemeinschaft gibst, Unterstützung gibst, ja? So, ah ja. Wenn aber die Hildegard von Binnen nett kommt, das wäre ja auch mal interessant, ne? Ja, hier ist noch jemand. Ja, hier wird jemand, und das schaut mal spannend. Du machst dich auf. Und jemand wird wütend. Ja, hier ist jemand, du machst dich auf den Weg und entscheidest dich für deinen Mund zu öffnen und verbindest dich und der andere wird wütend, ne? Die Schlange. Ja, also hier möchte jemand einfach dich da quasi unten irgendwie, ja, festhalten und das funktioniert nicht mehr, weil du hast es dir gewünscht. Du hast dich mit der Mutter Erde verbunden. Ja? Wir haben hier die Hildegard von Binnen und wir haben wieder die Fülle. Ja, und das ist diese Fülle, die du fühlst, die du spürst, die dir zusteht. Und ich bin offen und empfänglich für ein erfülltes Leben. Ja? So. Dann schauen wir mal. Was? Ah ja. Ja, die Fülle, ne? Wir haben es gerade vorhin gehabt, ne? Die Fülle, das Erfülltsein. Die Gefühle, die du aussendest, die dann zu dir zurückkommen. Deine Freundlichkeit, deine Hilfsbereitschaft, dein Herzensweg, deine Herzensbestimmung. Es geht auch, dass das Universum sagt, hey, du hast es verdient, diese Liebe. Ja, so. Da ist Liebe. Da ist Liebe. Da ist absolute Liebe. Liebe zur Fülle, Liebe zu sich selber, Liebe zum Universum, zu den Wolken, zu den all das, was dich umgibt, zu deinem Arbeitsplatz, zu deinen Kunden, zu deinen Klienten, zu deinen Patienten, ne? Zu deinen Kindern, zu deinem Partner. Hier fließt wieder Liebe und Verständnis. Ich glaube, dass das erst im gefühlsmäßig hätte ich jetzt gesagt Mai, Juni. Die Legung geht bis Mai, Juni hinaus, weil ich das Gefühl habe bei dieser Legung, dass es sehr viel um Verwandlung, um Umwandlung geht. Und diese Umwandlung hat etwas damit zu tun, dass dein Herz in die Heilung bringst oder du bringst dein Herz in die Heilung. Ja? Und du wirst immer mehr so, ja, das, was du machst, machst du mit Liebe. Ja? Und das spüren Menschen. Ja, und das spüren auch diese Menschen. Und dann werden die wütend, ja, weil sie sagen,
Warum? Wie kann denn sein, dass die Person das so sagt? Ne? Wie kann das sein? Und dann gibt es Beweise und du hast Beweise und da bin ich mir ganz sicher, dass du die hast, ja? Und dann wird man sagen, oh, und dann werden die ganz klein. Ne? Dann werden die klein. Ja? Denn jetzt hast du den Schlüssel. Ja. Das Universum sagt, jetzt hast du den Schlüssel zur Weisheit. Jetzt hast du den Schlüssel zu deinem Wissen, zu deinem Unterbewusstsein, zu deinem Bewusstsein, zu deinem Unbewussten. Jetzt hast du die Kraft, die Stärke, das Licht, die Liebe in dir, die Fülle. Du fühlst dich erfüllt. Und wenn man sich erfüllt fühlt von allem, dann wirst du natürlich diese Fülle anziehen. Dann bist du mutig. Ne? Wenn man erfüllt ist, ist man mutig, auch Dinge zu gehen, ja, die Dinge loszulassen. So, was möchte das Universum euch noch mitteilen? Ja, die Sonne, weil du Licht bist. Schau mal an. Hier. Ja, du bist das Licht, egal ob du weiblich oder männlich bist. Du bist das Licht. Du bist das Licht, das scheint. Du schaust direkt in das Licht hinein. Du schaust direkt in die Klarheit. Und die Sonne bejaht das Ganze. Ja? Also, ich meine, wow. Also, sehr, sehr schöne Legung. Absolut. Ich möchte jetzt noch die Naturgeister jetzt noch befragen und dann haben wir es. Dann hat das Universum mit euch gesprochen und es kommt auch immer mehr der Wind. Ich bin froh, dass ich eine Weste anhabe, ganz ehrlich. So. Schauen wir mal. Was möchten die Naturgeister noch mit euch zeigen? Teilen, sagen, sprechen. Okay. Wow. Die Königskerze. Es geht um aufgerichtet werden. Ja, du richtest dich wieder auf. Klar, wenn du deinen Mund öffnest, wenn du bereit bist, Dinge zu sagen, wenn du bereit bist, Dinge umzusetzen, dann kann ich dir sagen, dann bist du auch bereit, dich wieder dem zu widmen können, was wirklich auch wichtig ist. Und ich glaube auch, dass deine Sichtbarkeit, wo man sagt, aha, du hast das gemacht, okay, das wusste ich gar nicht. Ne? Ich glaube, dass da kommt Veränderung hinein, ne? Und die Verbindung zu deinen Lichtkräften. Du verbindest dich wieder mit dem Licht, ne? Mit der Sonne. Und das ist schön. Ja. Hier verbindest du dich wieder mit deinem Lichtwesen. Und dann haben wir hier den Frauenmantel. Im Einklang mit den eigenen Wesen. Ja, du findest jetzt das Tor, ne? Du hast lange Zeit gesucht, ne? Wo ist das Tor? Wo ist der Eintritt? Wo ist die Eintrittskarte? Wo ist die Fülle? Wo ist die Liebe? Wo ist der Partner? Wo ist, keine Ahnung, das neue Haus, das neue Zuhause? Da. Ja, da. Du darfst jetzt mutig genug sein, aufzustehen und diesen Weg zu gehen. Ja, also hier erfordert das Universum schon ein bisschen Mut von euch. Das ist das, was ich hier auch hereinbekomme. Mut, aufzustehen und loszugehen. Die Komfortzone zu verlassen. So, die eine Karte. Sandarak, klare innere Haltung. Die bewahrst du bitte. Deine innere, klare Haltung bitte bewahre. Ja? Es kommt bald anders und du wirst es auch spüren, dass es anders kommt. Und ich glaube, das spürst du schon. Das Universum ist mega, mega stolz auf dich und du machst es prima, du machst es super. Ich wünsche euch ja jetzt von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute, eine schöne Zeit und ich werde jetzt reingehen. Jetzt ist es wirklich tatsächlich kalt geworden. Tschüss, Baba! So, na.